Was geht ab, meine Z-Fighter, außer hier. Und heute schauen wir uns unser Girl Kefla an. Denn Kefla ist wirklich ein sehr guter Charakter. Wenn ihr sie habt, erweckt sie auf jeden Fall. Denn für ihr Awakening muss man sehr wenig tun. Ihr Awakening ist sehr, sehr leicht. Ihr müsst lediglich nur aus dem momentanen Story-Event vom Tournament of Power 10 Kalifla-Medaillen farmen und 10 Kale-Medaillen. Und schon könnt ihr sie erwecken. Was kann sie nach ihrem Awakening? Sie ist die Leaderin der Potara-Charaktere. Also die Kategorie Potara gibt sie Ki plus 3 auf HP Attack und F 150%. Sie ist kein Dokkan Festival Unit, kein Dokkan exklusiver Charakter, aber dafür, dass man sie dann dennoch, beziehungsweise dafür, dass es kein Dokkan Fest Unit ist, kann man sie leicht erwecken und das ist das Geile an ihr. Ja? Man muss wirklich wenig tun, um sie zu erwecken. Natürlich müsste sie ziehen, aber ihr Awakening an sich, darum geht es mir, ist viel, viel leichter als alle anderen Dokkan exklusiven Charaktere. Und was wir von ihr danach im Awakening bekommen, ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ihr Leader-Skill, 1A. Sie ist momentan in globalen Dokkan Battle die einzige Potara-Leaderin. Danach im Zeitraum Juli zum 3-jährigen Jubiläum wird noch LR Vegito kommen. Aber bis dahin, mit ihrem Leader-Skill seid ihr gut gedeckt, wenn ihr ein Potara-Team bauen könnt. Und das machen wir heute auch. Und dann showcasen wir mein Potara-Team. Aber bevor wir weitermachen, schauen wir uns mal Kefla genauer an. Sie macht zudem noch immens Damage durch ihre Ulti, verringert die Verteidigung des Gegners stark, genau, und mit der Passive tut sie zum einen, was steht hier dran, in Key in physisch Key ändern und bekommt für jeden Key auf den Angriff und auf die Verteidigung 12%. Und richtig, für jeden Key. Nach ihrem Awakening ist egal, welcher Typus von Key sie einsammelt, davor, vor ihrem Awakening war es, es muss der physisch Key sein. Jetzt ist es wirklich egal. Hier steht dran, per Key, also pro Key ist völlig egal, welcher Typus von Key. Hauptsache, ihr sammelt da viel Key ein auf jeden Fall. Denn pro Key, wie gesagt, bekommt sie auf Attack und F 12%. Dann, Medium hat sie noch eine Medium Chance, des Gegners Angriff zu dodgen. Sowohl Auto-Attack, also normalen Angriff, als auch eine Ulti. Zudem tut sie zusätzlich Angriff starten, eine Additional Attack, mit einer hohen Chance, dass es eine Super Attack ist. Also sie hat, ihr merkt schon, sie hat ein bisschen was von von Kalifla. Ist ja auch Logo, ist ja die Fusion von beiden. Und dann noch ihren eigenen Mix mit den Key, was sie da changen kann und einsammeln kann. Genau, also wirklich sehr interessante Unit. Ein Unit, was viel drauf hat, sag ich mal, ja. Orb changen, dann, ja, da, man muss halt viel Key mit ihr einsammeln, damit man einen guten Angriff- und Verteidigungssets bekommt. Aber es ist ein solider Boost pro Key. 12% auf Angriff und Verteidigung ist auf jeden Fall solide. Zudem, da sie selbst für die Orbs sorgt, ja, sie change ja auch Orbs in physisch. Dann hat sie die Dodge-Fähigkeit von Kalifi übernommen und von Kale zusätzlich den Angriff mit einer Ulti. Ich finde die Unit sehr, sehr cool. Wir werden auch gleich sehen, was sie drauf hat. Aber sie ist bei mir zwar auf SC10, ich habe auch zwei Dupes von ihr gezogen, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Leider habe ich keine physisch Orbs mehr momentan, heißt ich konnte sie kaum im Dupe-System voranbringen, deswegen hat sie nur Level 3 Crit und ein bisschen was hier bei den Attributen, also sorry dafür. Aber es wird erstmal hier primär um das Team selbst gehen. Sie nimmt Linkskill mit Super Saiyan Battlefield Diva Fuse Fighter Power Base auf bei God Warriors Universe 6, Tournament of Power Shedding the Limit, Potara Kategorie Universe Survival Saga und Peppy Gods. Und wie gesagt, sie ist die Leaderin der Potara Charaktere. Potara Charaktere, ihr geht einmal hier hin in eure Charakterliste, dann tut ihr hier auf den Filter klicken und wählt eure Kategorie, in dem Fall Potara, um zu sehen, welche Potara Charaktere ihr denn habt. Denn es gibt nicht so viele Potara Charaktere, deswegen nehmt ihr erstmal standardgemäß, wie gesagt, filtert das am besten so, wie ich das gemacht habe und nimmt wie immer erstmal eure besten. Ja, eure besten Units nehmt ihr da raus und schmeißt in ein Team zusammen und das Team funktioniert auf jeden Fall. Aber wie würde man zum Beispiel hergehen, um das quasi mit einer Rotation gut zu machen? Oder wie würde ich das machen? Na klar, ganz klar, Kefla ist unsere Leader, okay? Dann nehme ich Elle Rosé in eine Rotation mit Strength Rosé. Dann auf der anderen Seite könnt ihr einen Vegito Blue nehmen. An der Stelle ist es euch selbst überlassen, welchen Vegito Blue ihr nehmt. Ich nehme quasi meinen besten, mein LR Vegito bis auf 100%. Mein Tech hat da keine Dupes, mein Physisch hat da auch Dupes, ihn könnte ich auch nehmen. Aber wir nehmen hier an der Stelle einfach den LR Vegito Blue und könnten ihn dann zum Beispiel in eine Rotation lassen mit Super Vegito. Wenn ihr den Physisch Super Vegito habt, nehmt ihr natürlich den Physisch Super Vegito. Oder halt, wenn beide in demselben Level sind, Agility und Physisch bei euch. Im Endeffekt ist euch überlassen. Und ein Supporter würde nicht schaden, nämlich Vegito. Bei mir ist es zwar unerweckt, weil ich da die SA von ihm farme, denn jeder Base von Vegito hat eine farmbare SA, das ist dieser Vegito hier aus Stage 1 aus dem Super Vegito Event Drop dieser, deswegen habe ich den da reversed, aber als Supporter würde ich dann ihn mitnehmen und so würde eigentlich mein Potara Team aussehen, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, Rotation hätten wir LR Rosé und Strength Rosé in der anderen irgendein Vegito Blue und irgendein Super Vegito, wen ihr da quasi habt an der Stelle und wen ihr benutzen wollt, der bei euch quasi besser liegt, ist euch selbst überlassen an der Stelle. Genau, aber wir werden das Event von Ultra Instinct Goku machen und deswegen werde ich mein Team da anpassen,
Wir werden in den letzten zwei Runden gegen Int Ultra Instinct Goku kämpfen. Deswegen wäre es cool, wenn ich überwiegend Physisch-Charaktere mitnehme, damit wir dann Typenvorteile haben. Also nehmen wir erstmal meine Physisch-Charaktere aus dem Protara, aus der Protara-Kategorie. Und das wären hier diese drei, okay? Wir haben Vegito Blue physisch, Goku Black. Dann nehme ich noch hinzu Rosé, weil wir Goku Black drin haben. Super Vegito zum Kontern. Und eigentlich würde ich den Tech-Vegito mitnehmen, aber Tech hätte mir Typen-Nachteil und bei mir ist er nicht awaked, also nehme ich da mal einen LR-Rosé. Haben wir zwar auch Typen-Nachteil, aber LR-Rosé tankt auf jeden Fall schon gut. Da würde mein Team gegen das Ultra Instinct Goku-Event so aussehen, mein Potara-Team an der Stelle. Deswegen sehen wir uns gleich wieder auf der Stage von Ultra Instinct Goku. Alles klar, und wir sind auf der Stage von Ultra Instinct Goku auf Super 2 natürlich in seinem Dokkan-Event mit unserem Potara-Team. Oh, die Rotation ist nice. Die Rotation ist auf jeden Fall nice. Wir lassen unsere zwei Vegitos auf jeden Fall mal zusammen. Und LR-Rosé wollen wir auf jeden Fall mit Strength-Rosé in eine Rotation bringen. Kefla wollen wir natürlich auch zeigen. Mal schauen, was sie drauf hat. Aber ihr dürft nicht vergessen, das Dokkan-Event ist, also Ultra Instinct Goku ist sehr tanky. Heißt, vielleicht werden die Charaktere nicht auf den Schaden kommen, was sie eigentlich machen sollten. Aber deswegen schaut man eben darauf, dass wenn die Charaktere Ult oder Konter, wie beispielsweise wir das gesehen haben bei Super Vegito oder jetzt sehen, 777.000, das zählt dann quasi. Ja. Das ist die Angriffsstats mit der Ulti und dann werden wir dementsprechend demnach schauen, was da abgeht mit den Charakteren. Genau. Ja, also das Team ist halt, das Team ist insane. Wenn ihr Protara-Team bauen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Da sind so spitzen Units drin. Ihr braucht natürlich die richtigen Charaktere, wir haben gesehen, es gibt nicht so viele Units in der Protara-Kategorie, aber dennoch eine gute Handvoll auf jeden Fall. Genau, wenn ihr das bauen könnt, dann macht das. Okay, wir lassen Kefla hier auf jeden Fall drin. Sie bekommt hier sehr, sehr gute Orbs. Das ist unser Friend Kefla. Gucken wir mal den Angriff an. 150.000 Angriff, 49.000 Defense. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Orbs das waren, aber zum Vergleich haben wir natürlich Rosé. Ja, sie haben fast gleich Angriff, fast gleich Defense. Also an der Stelle passt das sehr, sehr gut. Mit unserer Girl Kefla. Unser Friend hat ein Dupe, glaube ich, war das. Ein bisschen Crit hat sie mitgenommen, ein bisschen Additional Attack. Nice Dodges, nice Dodges. 800.000 knapp. Darauf zählt es. Wir haben jetzt zwar einen Typen-Nachteil, aber ihr Damage wäre bei 800.000. Das ist eben das, worauf wir schauen, dass ihr neutraler Schaden. Additional Ulti. Das ist halt das Geile. Seht ihr, wenn sie mit ihrer Pässe eine Ulti macht, das ist fast zu. Sie hat eine High Chance, dass der zusätzliche Angriff eine Ulti wird. Das sind. Ich hab's nicht genau im Kopf. Oh, Dodges. Kefla. Ich habe nicht genau im Kopf, wie viel das genau sind. Ich glaube, das sind so High Chancen, so glaube ich, bei 70%, 70, 80% ungefähr. Ich könnte jetzt nachschauen, aber bin so faul. Ich will mich darauf konzentrieren, diejenigen, die das interessieren, wie viel Kefla denn genau, was High Chance ist, was High Chance bedeutet. Ihr könnt das auf Dokkan Battle Wiki nachschauen. Wenn ihr auf die Karte geht bei Kefla, dann steht das an der Stelle einfach dran. Genau. Geil an Kefla, wie gesagt. Ihr habt es gesehen. Sie kann dodgen, sie hat Additional Attacks. Sie sorgt für ihre eigene Key und dementsprechend sorgt sie für ihren Angriff und Verteidigungsboost. Sie haben gesehen, sie kam an Rosé ran. Ich liebe diese Unit auf jeden Fall. Die Charakter Kefla ist so, so geil. Diese Rotation ist auch nice, aber wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen aufpassen, denn wir zielen ihn. Ist ein One-Shot, ja, vergiss das nicht. Ich vergesse das so oft, dass er uns hier One-Shotten kann, Kakarot. Ich würde die ganzen Orbs eigentlich gerne Kefla geben, wenn ich ehrlich bin. Yes, das sind noch sehr, sehr schöne und gute Orbs für unsere Girl Kefla. Genau, deswegen habe ich ihn an der Stelle geseed, weil, ja, wie gesagt, er kann uns dann noch One-Shotten. Mit der Genki-Dama. Genau. Also das Team an sich, die Combo, ich feiere diese Combo. Ich bin so ein Fanboy von dieser Combo. Strength Rosé mit LR Rosé, egal in welchem Team, sei es in dem Villains Team, hier im Potara Team, Dream of Gods Team. Ich bin so ein Fanboy von dieser Combo. Ich weiß warum, es ist so mächtiger, so göttliche Combo einfach. Aber auch die anderen Combos hier gegen den Team sind sehr, sehr gut natürlich. Ihr dürft es nicht unterschätzen, wir haben hier Vegitos drin, Kefla ist mit dabei. Also natürlich greift der Duty jetzt direkt an, heißt wir müssen nochmal ihn zielen. Sonst erst ein One-Shot. Wobei ich, ja, nee, ich wollte das nicht riskieren. Ich weiß ja, ob Super Vegito das tanken könnte mit Saima King Yama. Ich wollte es auch nicht probieren, sei es drum. Wir tun einfach Seal an der Stelle, aber ich denke schon, dass er das eventuell überleben könnte. Weil wenn man zweimal King Yama aktiviert, dann ist es 100% Damage Reduction. Weiß nicht, müsste mal einer testen. Aber ich, also doch, das geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall, sollte gehen. Anyway, sei es drum, wir haben ihn einfach gesealt, das geht auch und wir nehmen ihn auseinander. Jetzt kommen wir zu Ultra Instinct Goku. Jetzt ist es spannend. Wir haben Typenvorteil mit vielen Charakteren. Und natürlich wissen wir, Ultra Instinct Goku ist an der Stelle sehr, sehr tanky. Dennoch bin ich gespannt, was die Charaktere ausrichten werden. Oh, ja.
Wir lassen Kefla in der Rotation. Wir lassen Kefla in der Rotation. Sie bekommt leider nicht so viele Orbs. Also ist wie gesagt egal, wie welche Orbs man einsammelt. Dennoch komme ich auf keine Ulti hier. Wir machen das, wisst ihr was? Wir machen das einfach so. Wir lassen Rosé-Bad ab drin. Wir machen das Ganze mal hier so. Auch wenn der Rosé-Typ einen Nachteil hat, nach seiner Ulti wird er auf jeden Fall tanky. Deswegen sollte der ein bisschen gut was wegstecken. Kefla geben wir die Ops an der Stelle, dann passt das. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da an der Stelle. Und falls ihr neu sehen wollt. Ich wollte sagen, falls ihr neu hier seid und mehr sehen wollt, dann sage ich neu sehen wollt. GG. Falls ihr neu auf dem Channel seid und mehr sehen wollt, dann drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button. Abo-Button. What ist los mit eurem Boy Osaru? Wisst ihr was? Wenn euch das Ganze gefällt, klickt einfach auf den Like-Button und auf den Abo-Button, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich muss mich auf das Gameplay konzentrieren, weil ich war gerade total durch den Wind. Kommt vor. Ihr wisst, bei mir kommt das sogar relativ oft vor. Anyways, Kefla macht hier weiter mit einer weiteren Ulti. Macht natürlich an der Stelle nicht so viel Schaden, weil wir haben zwar Typenvorteile, Ultra Instinkt ist sehr tanky. Oh, nice Dodge. Was? Ultra Instinkt Kefla. Wo ist Ultra Instinkt Goku? Das war Ultra Instinkt Kefla. Ultra Instinkt Kefla, legit. Das sah geil aus, wenn ich ehrlich bin. So, wir machen das Ganze mal so. Ja, das ist halt Team Konto, ne? Die Rotation, die gefällt mir sehr. By the way, habe ich vergessen, was ich letzte Runde gesagt habe. Ich sollte mich vielleicht echt mal auf eine Sache konzentrieren. Nun gut, dann genießen wir mal das Ganze hier. Und zwar Super Vegito. Super Vegito, der tankt alle Male, vor allem in dem Team hier. Wie gesagt, sie bekommen alle 150% Double Lead, 300% auf den Angriff. Nicht nur auf den Angriff, auf jeden Attribut. Ihr merkt schon, die Charaktere, die machen so viel Schaden, tanken so gut. Super Vegito hat ihn mehr oder weniger im Alleingang fast rausgenommen. Und jetzt kommt Blue Vegito dazu. Vegito Blue noch dazu. Die Rotation in dem Potara-Team, die ist krank. Die ist zu krank. Beide Kontern, Vegito Blue macht zusätzlich Additional Tags. Die haben den Alleingang rausgenommen. Richtig geil, richtig geil. Ich bin so ein richtiger Fan von so Rotation oder von Duos. So wie zum Beispiel hier. Was ist bitte das für eine geile Rotation hier? Die Goku Blacks. Aber können die Goku Blacks ihn hier rausnehmen? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Dokomo kriegen wir leider nicht, oder? Nee. Aber die Rotation ist geil. Ja. Rosé sorgt für Ki plus 3. 50% auf die Verteidigung von jedem Villain. Nach seiner Ulti gibt er jeden anderen, der quasi in der Runde noch folgt, 30% auf den Angriff. Also die zwei Jungs. Okay, Ella Rosé hat Typennachteil. Aber wenn er Crit raushaut, werden die gut Schaden machen. Aber Goku Black. Black haben wir, glaube ich, nicht so viele Orbs eingesammelt. Dennoch wird er, denke ich, hoffentlich gut Charm machen. Anyways, schauen wir mal. Ja, leider kein Crit. Ja, leider kein Crit. 5% Crit. Level 5 Crits sind 10%. Also, ja, auch kein Crit erwartet. Aber ja, was macht Goku Black? Gar nichts. Ihr seht schon, sowohl Ultra Instinkt Goku ist sehr, sehr tanky. Okay, ja, das war's jetzt. Schreib dein Testament, Boy. Like, legit. Wollen wir... Ah, aber es sind weniger Orbs. Es sind weniger Ki. Sonst hätte ich Kefla auf jeden Fall ein Dokamote geben. Machen wir es trotzdem, ich denke, ja. Ja, wir machen es trotzdem, sei es drum. Unserem Girl Kefla schenken wir da an der Stelle ein bisschen Liebe. Geben ihr den Dokamote und dann schauen wir, was sie mit dem Dokamote reißt. Es wird nicht sehr viel sein. Ich sag's, es wird nicht so viel sein, weil wir haben da nur lediglich zwei Ki eingesammelt, ja. Also so viel Angriffboost hat sie da nicht bekommen. Nice. Gut, anyways, schauen wir mal, wie viel Angriff den sie. Ah, ne, bei den Dokamon sieht man das, glaube ich, nicht. Aber, oh, da unten. Ja, okay, ja, ihr seht schon, 392.000. Das waren wenige Key. Aber den Dokamon wollen wir ihr dennoch gönnen. Und zwar, ich finde die Ulti geil. Ich finde die Ulti-Animation von Kefla richtig geil. Ich finde an sich die Unit geil. Was sie mit ihr gemacht haben. Sie kann so viel. Additional Ulti. Zah, bam. Diese Additional Ulti, die triggert so oft. Das ist so geil. Die High Chance, man merkt es. Das Potara-Team ist geil. Und überleg mal, da kommt noch Ele Vegito dazu. Dann nimmt man ihn halt als Leader, okay. Kefla kann man immer noch mitnehmen oder halt dann nicht. Ich zähle das seine. Aber bitte, was sind das für spitzen Units? Allein die Kombo mit den Vegitos. Blue Vegito will nicht aufhören anzugreifen. Zudem konnte er noch Super Vegito kontert auch. Das ist sick. Das Team ist schon ein schmackhaftes Team, wenn ich ehrlich bin.
Naja, naja. Gucken wir mal, wenn das Auto entdeckt sind, ob ihr ihn rausnehmen kann mit gewissen Crits. Kein Crit, komm schon, Crit, ey. Super Video, let's go. Crit, ey. Wir brauchen einen Crit. Nice Crit. Noch ein Crit. Nope, kein Crit. Achso, wir haben noch einen Angriff. Okay, ja, wir aufgreifen Goku da an der Stelle. Okay. Ja, Goku, das war quasi dein selber Schuld, wenn du da nicht aufhören willst anzugreifen, dann hauen wir dich ab mit den Kontern weg. Das soll. Ihr seht es. Team Konter. Team Konter. Ja, wie gesagt, das erst zum Schurk ist zu meinem Potara-Team. Ja, haben wir da Ultra-Instinct Goku da auf jeden Fall rausgenommen. Wenn ihr das Potara-Team bauen könnt, macht es auf jeden Fall. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Team. Spaß werdet ihr auf jeden Fall haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.